Einen wunderschönen guten Abend hier auf Eagle Fireworks. Ja, ihr seht es schon, Volt Fireworks, und ihr habt es ja auch schon im Titel gelesen. Heute gibt es mal wieder ein kleines Unboxing von Feuerwerk Bunde. Da habe ich vorhin mit meinem guten Kollegen von den Pyromasters meine Bestellung abgeholt. Und ja, die würde ich sagen, stelle ich euch einfach mal kurz vor. Das schon mal nicht mehr, obwohl das ist eine schöne Unterlage. Ich glaube, die lassen wir mal da. Der ist schick, ne? Und dann würde ich sagen, fangen wir mit dem kleinsten an oder mit den kleinen Teilen. Und zwar haben wir hier einmal die Backflip vom Watt. Das ist eine kleine Effektbatterie. Hat ein. Ich mache mal ein ganz kurzes Licht an, das ist ja echt nervig. So, schon besser. Was haben wir denn hier? Wir haben. Wo sind denn die Angaben? 9 Schuss auf jeden Fall schon mal. Ansonsten haben wir ja keine Angaben oder was? Ja, 9 Schuss Effektbatterie. Ich glaube, bei den kleinen sieht sich das auch nicht. So. Großartig. So, die Backflip habe ich mir dreimal mitgenommen, einfach zum Testen und zum Abfilmen. Mit dreimal mitgenommen. So, dann haben wir auch von Watt noch eine kleine Batterie, und das ist die King Tut. Die habe ich mir auch dreimal mitgenommen. Einfach nur so für vor 12 Uhr, einfach zum Wegzünden. Die habe ich zweimal, ne, drei, auch dreimal. So, hier. So, dreimal King Tut. Das sind halt so kleine. Ja, für vor Silvester. Ne? Ich mache hier nochmal eben so. Genau. Genau, King Tut. Dann wird es nicht ganz viel größer. Und zwar haben wir hier von Leslie die Power Pearls. 192 Schuss. Das ist einfach nur eine Röhli-Batterie. Haben wir hier ein paar Angaben? Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Warum haben wir denn keine Angaben hier? Leslie und Watt, was ist los? Watt ist los. Watt wollt ihr? So, nicht witzig. Powerpulse habe ich auch zweimal, auch für, wenn es dunkel ist, vor 12 Uhr. Wo ist die zweite da? Genau, die Powerpulse. So, dann haben wir auch nochmal von Watt die B-Boy. Die hat ein Kaliber von 20 mm, 25 Meter Effekthöhe, Gewicht 92 Gramm und eine Effektlänge von 12 Sekunden. Ja, 8 Schuss. Und ja. Zu den Batterien wird es zu allen diesen Batterien wird es natürlich auch einen Test geben. Die B-Boy habe ich auch nur einmal, nee, zweimal natürlich. Einmal zum Testen, einmal zum Genießen, mal schauen, mal gucken. So, dann haben wir noch, was haben wir denn noch? Genau, wir haben noch von Explode auch nur eine kleine Batterie, die Lowrider. Ja, 9 Schuss, 20 Meter Effekthöhe, Brenndauer 20 Sekunden. 52 Gramm NEM. Aber wir haben hier gar keine. Boah, das sieht ja wieder ein witziges Video, echt. Gar keine Dingsangabe hier. Wie viel Millimeter hat die denn? Könnt ihr es schon sehen? Ich nämlich nicht. Ah, das werden 13 mm sein oder sowas. Ah, hier. 20 mm sogar. Wow. 20 mm. Genau. Ja, die Lowrider habe ich auch dreimal. Geht dreimal mit. Einfach auch wieder testen. Aus Spaß hin und so weiter und so fort. Dann bleibt klein. Aber stark die Red Thunder von Funke. Ach, Argento. Entschuldigung. Ja, 20 mm, 16 Schuss. Reine Salut-Batterie. Titan-Salut. Und 25 Meter Effekthöhe. Die hatte ich auch schon ins Lubitsche geholt. War mir bei dieser Bestellung wahrscheinlich gar nicht bewusst. Die habe ich hier nämlich auch schon wieder zweimal. Ich glaube, die habe ich jetzt drei, vier oder fünfmal sogar. Aber das schreit ja vielleicht auch nach einer Doppelzündung.
Wer weiß, vielleicht auch im Fächer mal schauen. Damit wir alle wissen, dass auch wirklich Silvester ist dieses Jahr, ne? Genau. So, auch klein, aber nicht schlecht. Von Funke die Corolla, die Goldblue, genau, nicht Corolla, die Goldblue. Da haben wir ein Kaliber von 20 mm, 16 Sekunden, 128 g NDM und 16 Schuss. Ja, genau das so. Goldblue. Da bin ich sehr gespannt drauf, Funke. Ich muss ehrlich zugeben, so viel Funke hatte ich bisher noch gar nicht, was Batterien angeht. Ich war in den letzten Jahren noch nicht so der Batterietyp. Die habe ich zweimal mitgenommen. Deswegen hole ich das quasi jetzt so ein bisschen alles nach. So, dann haben wir. Ja, passt auf, Leute. Ich wollte mir die. Ne, erstmal die kleine. Das mit dem Pass auf müsst ihr euch hier merken. So, dann haben wir von Sylvester Zauber, aka Leslie, die Skytrip. Skytripper oder Skytripper? Tripper klingt immer nach Krankheit. Hier haben wir hier ein paar Angaben. Angaben. Warum haben die keine Angaben? Das verstehe ich nicht. Na gut, eine NEM von 193 Gramm. Circa. Ne? Millimeter kann ich euch auch nicht sagen. Ich glaube, das sind 20 Millimeter. Ja. Genau, die habe ich auch. Natürlich auch. Das heißt natürlich, aber auch zweimal mitgenommen. Einmal zum Testen, einmal zum Genießen oder vielleicht auch wegstellen. Who knows? So, dann haben wir von. Was haben wir denn hier? Wer ist das denn? Leslie. Das ist Leslie da. Ja, von Leslie, die Lord of Willows. Genau. Haben wir. Ja, 10 bis 15 mm Kaliber. 20 bis 25 m Effekthöhe. Das ist ja sehr präzise alles. Eine Brenndauer von 22 Sekunden und 16 Schuss. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Produktvideo hat mir sehr gut gefallen. Ich bin gespannt, wie die in echt ist. Natürlich, wie soll es auch sein? Zweimal mitgenommen. Dann haben wir von Watt. Feuerwerkbunde hat sehr viel Volt und Watt. Deswegen kommt hier Watt und Volt sehr oft noch vor. Das heißt sehr oft, aber öfter. Ja, die Watt Imaginator hat ein Kaliber von 25 mm, 20 Meter Effekthöhe, 228 Gramm NRM und eine Duration bzw. Brenndauer von 25 Sekunden. Bei 19 Schuss habe ich das schon erwähnt. Nein, 19 Schuss. Watt ist denn los mit dir? So. Jetzt dürft ihr raten. Natürlich habe ich auch diese zweimal mitgenommen. Wie soll es auch anders sein? So, jetzt kommt es dazu, weil wir gerade bei dieser Batteriengröße sind. Ich habe in der Online-Bestellung dreimal den Thunderblock bestellt. Kennt ihr ja wahrscheinlich auch von Thunderkong Max oder von Thunderkong von Leslie. Den Thunderblock halt, die 16 Schuss Salut-Batterie. Die hatten sie aber noch nicht da. Die kommt erst morgen oder heute Nacht irgendwann. Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann lass die weg und gib mir eine gleichwertige eine Batterie. Und dann wurde mir die Crouching Tiger von Leslie vorgeschlagen. Ich habe mir gerade ein Produktvideo angeguckt. Das ist richtig, die ist richtig krass. Die ist mit Goldpalmen und roten Blinkern. Also da freue ich mich richtig drauf. Da gibt es auf jeden Fall einen Produkttest von. Ja, wir haben hier eine. Mann. 36 Schuss haben wir, 44 Sekunden Brenndauer, 20 bis 25 m Effekthöhe, 468 Gramm NEM und ein Kaliber von 25 mm. Crouching Tiger ist eine Neuheit aus 2019. Genau, da gibt es auf jeden Fall einen Test von. Da könnt ihr sicher sein. Stelle ich mal hier rüber. Ja, so, dann haben wir noch von Volt. Wer hätte es gedacht? Die Volt ich mitnehmen. Gut, jetzt reißt mir den schlechten Wortwitzen. Die Street Muscle. Hat mir auch sehr gut gefallen, das Produktvideo. Musste einmal mit. Auch wirklich nur einmal und nicht zweimal. Was haben wir hier? 25 Schuss. Ich meine 25 mm Kaliber. Bin mir aber nicht mehr sicher. Ich meine aber wohl.
dass ich bei den größeren Batterien auf großes Kaliber geachtet habe. Ja, ich kann hier mal aufmachen und fühlen. Ja, das fühlt sich an wie 25 mm auf jeden Fall. Ja, 20 sind es auf keinen Fall. Gut, das war die Volt Muscle Car. Street Muscle, sorry. Da ist eine Muscle Car drauf. Street Muscle. Ja, so. Volt Street Muscle. Jetzt wird es mal von Mal zu Mal größer. Ja, dann haben wir von Watt die Future Hulk. Muss ich hier mal rübergreifen. Future Hulk von Watt. Vielleicht kennt die der ein oder andere auch schon. Weiß ich nicht. Schön auf jeden Fall. Ja, wir haben eine Kaliber von 30 mm, Effekthöhe 25 Meter, 500 Gramm NEM und eine Brenndauer von 18 Sekunden. Da bin ich sehr, sehr gespannt auf. Und 25 Schuss. Da bin ich sehr gespannt auf. Das Produktvideo war 1A. Sehr viel Grün. Haben wir hier Produktbilder? Nein. Effektbilder? Nein, haben wir nicht. Schade. Aber da bin ich so, so gespannt drauf. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Noch gespannter als im Adventskalender auf die Neon Clouds von Albert Feuerwerk, wer es gesehen hat. So, dann ja, die Future Hack haben wir auch zweimal. Einmal zum Testen und Abfilmen und einmal zum Genießen oder Wegstellen. Ich weiß es noch gar nicht. Future Hack von Watt. Dann, und darauf bin ich sehr stolz, dass ich die ergattern konnte. Das ist die White Red Rebel von Volt. Das ist eine richtig, richtig geile Cake. 30 Schuss. 30 mm mit Sicherheit. Steht natürlich wieder nicht drauf, Volt ist. Also das müssen die echt ändern. Das macht was besser. Da steht es wenigstens alles drauf. Da hatte ich die schon offen. Oder kann ich die eben öffnen? Ein Finger vor der Linse, hör mal. Ja, definitiv 30 mm. Das weiß ich jetzt, weiß ich auch, warum ich die geholt habe. So. Und die hat einen richtig geilen weiße Blinksterne und rote Sterne dabei. Die ist richtig, richtig geil. Da habe ich richtig Bock drauf. Gibt es natürlich auch einen Produkttest von. Die habe ich natürlich auch zweimal. Ich lasse jetzt mal da stehen, die zweite. So, dann ein guter alter Klassiker von Explode. Und zwar die Double Deck Red. Genau. Wie soll es auch anders sein? Kaliber 25 mm, 446 Gramm NEM, 19 Sekunden Brenndauer, Effekthöhe, genau, Effekthöhe 30 Meter und 36 Schuss. Ja, da bin ich auch, muss ich ehrlich sagen und gestehen, habe ich selber noch nie gezündet, deswegen bin ich da umso gespannter drauf. Ich bin am Überlegen, ob ich mir die Purple und die Blue auch noch hole und vielleicht auch noch die Magic. Mal schauen, die Green vielleicht auch, aber die müsst ihr erstmal kriegen. Die muss man erstmal kriegen. Genau. Auch zweimal. Genau. Dann haben wir die größte, ja, ich möchte mal behaupten, die größte von allen. Und zwar die Funke Aetra Z1. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Ja, wir haben ja ein NEM, eine, ja, NEM von 497,7 Gramm, ja, 20 mm Kaliber, 63 Schuss und 22 Sekunden Brenndauer. Schöne Fächerbatterie. Wird wahrscheinlich jeder schon gesehen haben. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. So, und zum Schluss haben wir noch eine Neuheit. Zumindest wurde es so angepriesen. Und zwar von Leslie Feuerwerk, das Skepta Duo. Das sind, ich glaube, goldene Peonies. Ja, 20 Sekunden Brenndauer, 25 bis 30 Meter Effekthöhe. 10 bis 15 mm, 10 bis 15 Meter Abstand halten. What? Und das Kaliber beläuft sich, glaube ich, auf, boah, 20 mm, was sind das wohl? Ne, 30 sind das wohl auch schon. Treffen sie in der Mitte 25, ich weiß es nicht genau. Keine Ahnung. Skepta Duo. Ja, auch gleich zweimal mitgenommen. Einmal gibt es einen Test für euch im X geschossen und einmal zum Genießen oder vielleicht auch wieder wegstellen. So, ich muss mich beeilen. Ich habe jetzt nicht mehr viel Akku. Nicht mehr viel Speicher.
Ja, das war's aber auch eigentlich schon. Ich mache euch noch eben eine schnelle Gesamtübersicht und dann sehen wir uns gleich nochmal kurz wieder. So, kurz aufgebaut, hier die Gesamtübersicht. Größtenteils Batterien, was heißt größtenteils eigentlich nur. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Vielen Dank nochmal an Feuerwerkbunde für die schnelle, gute Abwicklung. Und ich würde sagen, sehen wir uns morgen schon wieder. Beim nächsten beim nächsten Unboxing von der Einkaufstour, der hier, ne, der, ah, erzähl ihm schnell, Mann, Lidl, Aldi, Zimmermann und Co. Einkaufstour. Ja, genau. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Video.